Hier sind wir wieder, eure Auswanderer aus Siede. Im heutigen Video soll es darum gehen, warum ihr hier Urlaub machen sollt. Mit dem Flugzeug fliegt man gerade mal 3 Stunden bis hierher und der Transfer klappt reibungslos. Im Handumdrehen seid ihr in eurem Hotel und könnt mit dem Urlaub beginnen. Absoluter Hammer momentan ist der Wechselkurs mit der türkischen Lira. Der beträgt momentan 8,9. Jetzt wollen wir erstmal Geld wechseln, damit wir dann uns was Schönes kaufen können. In Siede findet man diese alten Ruinen aus der Römerzeit. Diese sind bis zu 3000 Jahre alt. Besonders viele findet man davon, wenn man in Richtung Hafen geht. Hier war früher in Siede war der größte Sklavenmarkt der Antike. Hier in Siede ist immer schönes Wetter. Man braucht nicht in den Wetterbericht schauen, man kann sich hundertprozentig auf das Wetter verlassen. Es ist jeden Tag super. Ja, diese Straße hinunter geht es genau zum Mittelmeer. Hier in Siede befinden sich ungefähr 20 Kilometer feiner Sandstrand. Dieser Strand lädt zu einem perfekten Badeurlaub ein. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Hotels, vom 5-Sterne-Luxushotel bis zum kleinen Familienhotel. Glaubt mir, alles hat seinen Reiz. Aber wichtig ist, vergleicht vorher die Preise und das Angebot. Am besten könnt ihr das auf unserem Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr den Link benutzt, kommt ihr ganz normal auf die Startseite von Check24. Euch entstehen dadurch keine Zusatzkosten, aber wir erhalten eine kleine Provision. Thank you.
super gut funktioniert hier auch der Nahverkehr. Es fahren hier kleine Busse, die sogenannten Dolmusch. Dazu muss man nicht unbedingt an einer Bushaltestelle sitzen. Stellt euch einfach an die Straße und hebt den Arm und fahrt für kleines Geld, wohin ihr wollt. Nicht so sicher wie hier in Siede. Da gibt es keine grölenden Herden wie in anderen Urlaubsländern oder in Deutschland. Hier kann man noch alleine durch die Straßen gehen, auch nachts. Menschen hier in der Türkei bestechen durch ihre Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit. Sowas habe ich in der ganzen Welt noch nicht erlebt. Sehr viele sprechen Deutsch, sodass es uns kaum möglich ist, Türkisch zu lernen, weil jeder uns die Mühe abnimmt. So, nach der ganzen Rumlauferei und Filmerei müssen wir uns erstmal stärken. Übrigens, das ist auch ein Grund, hier Urlaub zu machen. Das Essen hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst ein Like da oder abonniert. Danke fürs Zuschauen.